Es ist wohl der überraschendste Wechsel in diesem Transfersommer. Superstar Neymar zieht es mit 31 Jahren in die saudische Pro League zu Al-Hilal und unterschreibt für 2 Spielzeiten mit Option auf eine weitere. Für viele ist dieser Schritt unverständlich, vor allem in seinem Heimatland Brasilien. So bezeichnet die Zeitung Globo Esporte die Entscheidung mit ewigem Fleck in seiner Karriere. Jetzt meldet sich der Offensivdribbler selbst zu Wort und begründet seinen Wechsel. Ja, meine neue Experience, neue Desafie. Es gibt mir das Gefühl, dass dies die richtige Entscheidung für mich ist. Zur richtigen Zeit, beim richtigen Verein. Ich möchte eine neue Geschichte in meinem Leben schreiben. Die saudische Liga hat eine große Energie und wächst jeden Tag. Ich denke, das ist der richtige Ort für mich. Pro Jahr kassiert der Brasilianer rund 100 Millionen Euro Gehalt. Bei Paris Saint-Germain verdiente er nach Bildinformationen rund 35 Millionen netto. Wettbewerbsfähigkeit ist wichtig, deshalb komme ich. Natürlich ist es etwas anderes, aber es ist immer noch eine Herausforderung. Neymar trifft in Saudi-Arabien auf viele Superstars, die sich, wie er selbst, den Scheichs angeschlossen haben. Allen voran Cristiano Ronaldo. Ich denke, Cristiano Ronaldo war in all dem ein Pionier. Die Leute nannten ihn verrückt, dies und das, und sie sehen, die Liga wächst immer mehr. Neymar könnte am kommenden Samstag im Spiel gegen Al-Fayyad erstmals für seinen neuen Verein auflaufen.